Diese vier Frauen regieren Finnland. Das Foto ging um die Welt. Ganz links die Bildungsministerin. For a lot of people represents kind of hope that there's always also a progressive development. Li Andersson, 32 Jahre alt. So how many people are working for you here in the ministry? I have to check it. Seit Dezember regieren in Helsinki Frauen statt einem Rudel alter weißer Männer. Maybe here in Finland it shouldn't maybe be such a wow factor, but generally to the world, I think it should be publicized, because maybe in some places that wouldn't be possible. In Finnland scheint es zu funktionieren, aber könnt ihr euch das für Deutschland vorstellen? Being a woman doesn't mean that you do good politics, right? Ich will wissen, wie ist das, als Frau mit Anfang 30 ein Land zu regieren? 2 Stunden Zeit kriege ich mit einer der höchsten Politikerinnen des Landes. Und damit ich alle meine Fragen loswerden kann, werde ich sie auf Schritt und Tritt begleiten. Ihr kennt bestimmt diese Bilder, wenn Politiker zusammenkommen. Gipfeltreffen, alles Männer über 50, graue Haare. Ja, und dann ging auf einmal dieses Bild hier viral. Die neue finnische Regierung. Ministerpräsidentin eine Frau, Finanzministerin eine Frau, Innenministerin eine Frau, Bildungsministerin eine Frau. Und alle gerade mal Anfang 30 Jahre alt. Also nur wenige Jahre älter als ich. Wer ist diese Ministerin Li Andersson? Erst hat sie im Hotel gearbeitet und in einer Obstfabrik, dann internationales Recht studiert. Das hier ist ihr Insta-Account. Sie postet Fotos von der Couch und mit Schönheitsmaske. Ich bin gespannt, ob sie auch im echten Leben so ist. In Helsinki, der Hauptstadt von Finnland, sind wir verabredet. Good morning. Hi. Good morning. I'm Nico. Hi. Nice to meet you. This is Chris, cameraman. Hi. Hi, I'm Ona. I'm Nico. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hi. Ona is from recording. Yes. Okay. So we're still waiting for Touko. Wir warten noch auf ihren Pressesprecher. Der ist immer an ihrer Seite. Should we wait inside, maybe, because it's warmer, or we wait here for Touko? I can let you in the hallway. It's just that we have like. You need this in order to get upstairs, okay. But I can let you in if you're cold. We could, then we would have the chance to talk already for a second. Yeah, that's fine for you? That's fine for me. Okay, yes. Perfect. Ihr erster Termin heute, eine Programmierschule. Well, I chose to come here because as Minister of Education, I'm quite interested in what they're doing here. Because it's kind of a new learning concept also. And it relates to a lot of the issues that we're thinking about now around lifelong learning and continuous learning and how we could kind of transform our education policy. Sie will lernen, wie man das Bildungssystem upgraden kann, und ich will erleben, ob man als Frau mit Anfang 30 genauso ernst genommen wird wie so ein staatstragender Typ mit 70. Good morning, hello, moi. Hello, the head of the party that I vote for. Yay! Best possible greeting. Ab jetzt geht es um bildungspolitische Fachfragen. Li Andersson ist Chefin der Linkspartei. Politik macht sie schon, seit sie jung ist. Sie hat einen klassischen politischen Weg hinter sich, sich hochgearbeitet. Hier in der Schule lernen 100 Leute programmieren. Manche frisch von der Schule, andere nach 10 Jahren Beruf. From an education policy point of view, I guess what we're thinking about is exactly what you said, like, you can't think about education as like one opportunity, one phase thing that you do, and a lot of us do it. Maybe, as you said, want to be a decent woman and go into social and healthcare side, and then maybe later on you find out that you really want to change the world by coding. Thank you and good luck. Ich habe das Gefühl, sie begegnet den Leuten hier auf Augenhöhe. In Deutschland habe ich auch schon solche Besuche erlebt, die waren distanzierter. You're going to be used for propaganda. Oh, no, that's fine. Yeah, sure. Li dagegen ist irgendwie nahbarer. You also want to show stuff? Yes. Yes, I'm coming here. The whole curriculum. Jeder Schüler entscheidet selbst, wann er was lernt und worin er sich spezialisiert. Spielerisch, zum Beispiel mit Tetris-Aufgaben. Like the hashtags represents Tetris fees. Okay. Does that make sense? Maybe. So no. It was really interesting and nice, thank you. Do a good job in the parliament. Yes, I promise.
Klingt alles erstmal ganz cool, aber ich kann mir schon vorstellen, dass junge Frauen in der Politik nicht ganz so ernst genommen oder auch unterschätzt werden. Darauf werde ich noch zu sprechen kommen. Erstmal fahren wir zu ihrem Büro, die nächsten Termine stehen an. Bereut sie es schon, eigener Fahrer, diese Verantwortung, der Druck als Ministerin? No, I don't. Not yet. But maybe it comes, or? I don't think so. I've always said that I don't want like to be in politics until I retire, because I think that's kind of a little bit of the old world, you know, that politicians who just stay and stay and stay. Ein Satz, wie ich ihn sehr selten von deutschen Machtmenschen gehört habe. So how many people are working for you here in the ministry? More or less. I have to check it. hundreds. But hundreds, okay. But because this is the Ministry of Education, Culture and Sports and Youth issues, so all of the people, there's two ministers in the ministry. In one ministry. Yeah, so I don't kind of work directly with all that. Did you choose to become education minister, yes, or would you maybe pick something different if you could? No, it was my priority first choice. Party leaders are in the lucky position that they get to. They can choose. Li führt eine der Parteien in der Regierung an und ihre vier Koalitionspartner werden ebenfalls alle von Frauen geleitet. What kind of difference does it make for the country that now a young woman is governing and not an older male? It's an interesting question, because being a woman doesn't mean that you do good politics, right? I mean, your gender doesn't really automatically make you a good or a bad politician. For example, from my point of view, looking from the perspective of the Left Alliance, there's been a lot of female leaders in the world who haven't done very good politics, like Margaret Thatcher, for example. Li und ihre Regierungschefin Sanna Marin dagegen planen eine krass linke Politik mit dem Kernziel, das Land bis 2035 klimaneutral machen. I think that combined to the fact that Sanna is so young and female, for a lot of people represents kind of hope that there's always also a progressive development happening and not just what you're seeing in the US with Trump, or what you're seeing in Brazil with Bolsonaro, or like many other countries where it seems to be like the big, like the shift is towards more authoritarian, conservative, male-dominated politics and leadership. And I personally think that's the best way kind of fighting against the right-wing populists. Sie hat also einen Plan und wirkt auch noch sympathisch. Nur auf mich? Oder wie sehen die Finnen das eigentlich? Ich komme später zu Lee zurück, jetzt will ich mich mal ein bisschen umhören. Junge Finnen, die Bock haben, über Politik zu diskutieren, finde ich im Debattierclub. Gerade diskutieren sie Maßnahmen gegen ungleiche Bezahlung. This is the main reason why the motion should pass. Meine Stimme ist auch gefragt, ich soll dagegen argumentieren. We would not help if they don't have to pay taxes, but maybe if they are good educated when they're kids, that they also have the same ambitions as boys have to be a leader in a company and so on. Aber ich bin ja nicht hier für einen Debattenbeitrag, sondern ich will wissen, was die Studis von dem jungen Regierungsteam rund um Li halten und der Regierungschefin Sanna Marin, die auch gerade mal 34 Jahre alt ist. Maybe here in Finland it shouldn't maybe be such a wow factor, or I mean it shouldn't have so much attention that she's a woman and she's young, but generally to the world, I think it should be publicized, because maybe in some places that wouldn't be possible. Or, you know, Finland is a very small country, so every publicity is a big thing, and maybe that even overshadowed the equality point of Sanna Marin. I have complete trust in her, and I think she's a very shining example for people like us, people who grow up in a very unprivileged circumstances and grow up to be very ambitious and start leading the world our way. You always do shake hands afterwards, yes. Huh? Okay. Yeah, because but then otherwise you get bad feeling, you know, somebody might go. Okay. You know, very hängen geblieben ist bei mir kein Wow-Faktor.
Woher kommt das, dass Frauen in Führungspositionen hier so normal sind und in Deutschland immer noch nicht? Vielleicht kann mir das Katrin erklären. Typisch finnisch bin ich mit ihr zum Baden verabredet. Aufgewachsen ist sie in Luxemburg und Deutschland, seit 10 Jahren lebt sie in Helsinki. Wir starten mal mit Smalltalk über Saunen. Fun Fact, auf 5,5 Millionen Finnen kommen 3 Millionen Saunen. Am Riesenrad ist die Sauna, hier haben wir die Sauna. Ich habe eine Sauna bei mir in der Wohnung, das ist ganz normal. Das ist zum Beispiel auch ganz normal, wir haben bei uns im Büro auch eine Sauna. Im Büro? Genau, und vorgestern hatten wir einen Termin mit möglichen Kunden, da waren wir auch in der Sauna. Also es ist wirklich genauso, wie man sich das vorstellt. Okay, rein und ein bisschen aufwärmen, ja. Bevor wir hier uns verkühlen. Katrin kennt beide Welten, Finnland und Deutschland. Was für Unterschiede sind dir aufgefallen als Frau, die Karriere macht? Sie ist selbst Unternehmerin. Also ich arbeite im Bereich Content Marketing und Eventproduktion und arbeite auch viel mit Firmen zusammen, die viele ausländische Angestellte haben und helfe denen, sich besser in Finnland zu integrieren und ihren eigenen finnischen Lebensstil zu kuratieren. Und da kriege ich auch schon mit, wie anders das hier wahrgenommen wird. Was für Möglichkeiten man hat, jetzt egal ob Mann oder Frau, was natürlich die Bildung angeht und das Thema, von dem alle immer so gerne reden, was Elternzeit und solche Sachen angeht. Habe ich gestern noch mit einem deutschen Freund von mir drüber gesprochen, der meinte, seine Verlobte, die haben gerade ein Kind bekommen und es ist für sie ganz klar, dass sie zurück zur Arbeit geht und er dann die Kleine vom Kindergarten abholt. Also der ganze Gedanke ist hier viel normaler und akzeptierter, als ich es anderswo erlebt habe. Und diese Normalität gilt also auch für die Politik, für die Frauen in der Regierung? Als das so groß in den Nachrichten war mit den 5 Frauen hier in der Regierung, hatte ich eigentlich eher das Gefühl, dass das hier schon in den Nachrichten war. Aber es wurde dann eigentlich eher von den lokalen Medien aufgegriffen, dass die internationalen Medien darüber berichtet haben. Also es war hier nicht so was Besonderes. Ist normal einfach. Es ist schon normaler, ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon das Gefühl, dass es in Finnland allgemein weniger thematisiert wird, dieses ganze Gleichberechtigungsthema. Ich meine, Finnland war eines der ersten Länder, wo die Frauen wählen konnten. Also es ist hier wirklich tief verankert in der Gesellschaft. Überhaupt gar kein Thema? Naja, nicht ganz. In Helsinki und in den größeren Städten wird das natürlich positiver aufgefasst als jetzt in den ländlicheren Regionen. Und man kann halt auch nicht von der Hand weisen, dass in Finnland eigentlich der gleiche Rechtsdruck herrscht wie sonst überall auf der Welt und in Europa. Und wir hoffen einfach, dass die Ladies an der Spitze diese 3 Jahre nutzen bis zu den nächsten Wahlen, einfach diese Tendenz oder ja, die Tendenz abzuwenden. Diesen Rechtsruck kennen wir in Deutschland auch. Und dass starke Frauen da gerne mal ins Kreuzfeuer geraten, auch das kennen wir. The worst attacks against me, I at least personally feel, happened when I was the chair of the left youth. So in a way, I at least feel that having a position as minister or being party leader also protects you in a way. Like they were more aggressive towards me when they saw that they had a better possibility to silence me. And that's even more depressing actually, that it works in that way, because that means that they're attacking young women who are just starting out in their political careers. Viel Zeit habe ich jetzt nicht mehr mit Lee. Sie trifft die anderen Ministerinnen. Regieren in einem Team von Frauen, ist das etwas Besonderes? Is it easier in a with other young women also, or that doesn't make any difference for you? I wouldn't say it's easier because of young women. It's because I mean if the parties are far from each other, it's difficult no matter who there is. In charge, mm-hmm. Who is in charge? That's also a question I have. Is it a problem for you that now the Finnish government is always, oh, look at the young woman, and not about look at what they do? Well, that can be a bit of a problem, yes, because I hope it doesn't alienate anyone, you know? Because mm-hmm. Representation matters also. That's why people are so inspired by the young women. But then on the other hand, I don't want the kind of overall image of the government to be that we are just doing, you know, politics for a certain, just for young or urban young voters or just for women and so on, so really, because the whole idea behind the program is really also, there's a lot of issues that are connected with regional equality and mm-hmm. taking into consideration the different needs in the different parts of the country also. So that's maybe the risk if everybody is just talking about gender and not the policy.
Das finde ich bemerkenswert. Diese junge Frau macht sich darüber Gedanken, ob ihre Politik bei allen ankommt, bei Jungen und bei Alten in der Stadt und auf dem Land. Ich als junger Mensch habe mich von unseren meist alten Politikern selten mitbedacht gefühlt. Und auch bemerkenswert, hier bedient sich Lee ganz uneitel am Buffet eines öffentlichen Restaurants. Ich finde, von dieser starken Frau kann man sich Ratschläge holen. Was rät Lee jungen Frauen auf dem Weg nach oben? What should they do to succeed in what they want to do? Well, maybe two things that I think is important. First is kind of realizing that nobody does this alone. Rule number one, get a good team. And the other thing I think I've learned is actually that self-esteem is something that can be trained, which I did when I was first elected chair of the Youth League. I had this kind of deal with myself that every time I go to an event where there's a lot of older men in suits and then me sticking out from the crowd, I will have at least one, I would say at least one thing in each event, because then I get used to talking. And then if I say something stupid or I fail, it doesn't feel so bad when I've done it, when I do it a lot. Then it's just one small failure compared to all the times I've been speaking. Okay, thank you so much. Okay, thank you bye so bye. Much. Thank you so much for your time. I hope you're happy bye bye. With what you got. I think so. Cool, thanks guys. Bye bye. Bye. Junge Frauen, die ein Land regieren. Aus meiner deutschen Sicht ein starkes Symbol. Hier völlig normal. Meine Meinung, von Finnland können wir noch viel lernen. Aber ich kann die Ministerin jetzt natürlich nicht nur abfeiern. Politiker genauso wie Politikerinnen bewertet man doch am besten danach, was sie umsetzen und nicht welches Geschlecht sie haben. 3 Jahre hat Lee jetzt Zeit, ihre Ideen zu verwirklichen. Jetzt seid wie immer ihr gefragt, schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr denn so denkt, wäre die Welt eine bessere, wenn mehr junge Menschen regieren würden, in hohen Ämtern wären, vielleicht auch junge Frauen. Und wenn euch interessiert, warum in Deutschland die Politiklandschaft doch etwas homogener ist als hier in Finnland, dann schaut mal das neue Format von Esra, die hat eine Politik-Talkshow, Karakaya-Talk, und redet darüber, wie auch benachteiligte Menschen und Minderheiten in der Politik mitwirken können.